Das war eine spannende Aktion, weil wir einfach aus verschiedenen Richtungen alle das Gleiche wollten. Der Komponist, der Autor, der Dramaturg, der Regisseur, der Co-Regisseur und Choreograf. Wir alle glaubten an dieses Stück und lieben dieses Stück. I said yes because I was intrigued to see how it would work as a musical. You know, I've seen it as a play, as a film and as a dance, but never as a musical. Bei mir ist ein innerer Zwang, Musicals zu schreiben. Ich habe mich schon als Jugendlicher damit beschäftigt und fand das die schönste Ausdrucksweise des Musiktheaters und die heutigste. Und ich mochte immer Melodien, ich mochte Geschichten erzählen und beides zusammenzubringen, Musik und Geschichten, fand ich immer großartig. Und ich habe gemerkt, irgendwie, da ist ein Talent da, es zu tun und drauf los. All die Tage, all die Nächte, ohne Zügelung. Die Gefährlichen Liebschaften erschienen im Jahr 1782 in Paris. Und zwar wurden sie geschrieben von dem französischen Artillerieoffizier Chaudelot de Laclos. Der hat darin seine Wut, seine Unzufriedenheit mit den Machenschaften der Pariser Adligen zum Ausdruck bringen wollen. Das Buch war bei seinem Erscheinen gleich ein großer gesellschaftlicher Skandal. In den Salons von Paris wurde es bis zur Königin hin gelesen, verschlungen. Das Stück handelt von zwei Intriganten, Marquise de Merteuil und Vicomte de Valmont, die die Liebe einsetzen, um andere Leute ins Verderben zu stürzen. Und sie wetten, dass Valmont eine sehr tugendhafte Frau nicht verführen kann. Es gelingt ihm schließlich doch, sie zu verführen, aber auch er verfällt ihr und damit beginnt die Katastrophe. Ich habe es zur Meisterschaft in diesem Spiel gebracht, in diesem alten Spiel um Verführung und Macht. Natürlich zeigt sie das nach außen auch, diese Stärke und dieses Abgeklärte und dieses Spiel. Und sie sagt ja auch immer, dass sie die Meisterin in allem ist. Und ich glaube aber so innen drin, ist sie das gar nicht so. Allmächtig, ich bin wahrhaft allmächtig und keine kann mir je widerstehen. Unsterblich, in ihr bin ich unsterblich. Ich allein bin ihr Gott und ich weiß, meine Herrschaft wird niemals vergehen. Ich spiele den Vicomte de Malmont und ich bin der Frauenverführer in diesem Stück und schlafe mich durch verschiedene Betten des Hochbarock-Rokoko und verletze natürlich ganz viele Frauen damit, bis es mich selber dann erwischt. Das ist ja auch die einzige Person, wo sich die Marquise so ein bisschen öffnet auch und wo sie, dem erzählt sie ja auch, wie sie so geworden ist, wie wir sie jetzt auf der Bühne sehen. Dem Gefühl zu widerstehen, sich zu zügeln, zu entsagen, alle meinen, sie sind unschlagbar, sie sind toll und dann kommt doch irgendwann der Winter mit dem Glatteis und sie rutschen auf ihren eigenen Intrigen und Lügen aus. Das ist eine sehr bittere Geschichte und gleichzeitig eine sehr spannende und hocherotische. Wir müssen mit der Musik unter diese Oberfläche schauen und müssen herausfinden, was die Figuren wirklich denken. Wir müssen das also hörbar und sichtbar machen, was eigentlich nur gedacht wird oder was in winzigen Nuancen und Anspielungen erzählt wird. Ich habe versucht, eine musikalische Sprache bei den Liebschaften zu entwickeln, die weder zeitgenössisch modern ist, noch ältlich klingt, damit sie aktuell bleibt. Sie ist eher psychologisierend, sie ist eher filmmusikalisch. Da das Stück sehr dicht komponiert, sehr nahtlose Übergänge hat in den Szenen, all das hat mich gepackt und fasziniert und da ist sehr viel Herzblut drinnen, was natürlich immer ist am Theater, aber bei diesem Stück hat es mich besonders erwischt, weil ja, für uns war das Team so ein Glücksfall. Ich vergleiche die Musik meistens mit, oder das ist zumindest das, was ich mit der Musik erreichen möchte. Sie startet als Parfüm, als Farbe, etwas Unaufdringliches, sogar Angenehmes und dieses Angenehme wird langsam zu Gift und wird bissig und aggressiv und zum Schluss weiß man gar nicht mehr, ist das Angenehme Gift oder ist das Gift das Angenehme? Ich fühle es so stark.
Tag wieder tobt, ist die Liebe. Also das Arbeiten überhaupt und Komponieren und Schreiben, mal ganz grundsätzlich vergleiche ich immer auch mit, wie ein Senfkorn aufgebaut ist. Man startet mit der äußeren Hülle und arbeitet sich pro Hülle zum Kern hin. Und der Kern ist dann hoffentlich nachher die Wahrheit und das, was Erfolg nachher hat. Zu Paris, so sich hier, in dem strahlenden Glanz von Musik und Lust und Tanz zu Paris. Mein Co-Regisseur und Choreograf ist Adam Cooper, ein Londoner Westernstar. The way that Josef and I have worked is we've been alongside each other the whole time, constantly discussing the way that the piece is evolving, how we use the people in it, how we stage it. So it really feels like a collaboration. Mein Triumph war über Sie, ja, denn Sie haben die Frau geliebt und Sie lieben sie immer noch. Meine Liebschaften waren nie so gefährlich, wie die hier im Buch erzählten. Wenn wir nicht drinnen gesteckt haben in dieser gefährlichen Liebschaft, dann war man gerade so dran vorbei am Schrammen. Oh Gott. Ich will es mal so sagen, einem Autor sollte nichts Menschliches fremd sein. Das ist eben die Gefahr, mit Liebe zu spielen ist gefährlich. Liebe macht uns schwach. Liebe ist nur für die verwirrten Mut, die sich gerne suhlen im eigenen Leid. Liebe macht uns dumm, Liebe macht uns krank. Und wer ihre Kraft mehr beherrschen will, der muss sie entsagen für ewige Zeit.